Nein, da gehe ich nicht hin. Wo könnte ich mein Haus bauen? Irgendwie sind hier überall Monster. Ach komm schon. Ich gehe ins Licht. Noch ein Monster. Ach, die Stadtwache hat's ja, oder die Gebietswache, keine Ahnung, wie kann ich mich nennen? Stadt ist es ja nicht. Ja, ich hab's nicht einfach. Oh, hier oben, das sieht nice aus. Oh, Äpfel, meine. Uah! Mist. Seit wann explodieren diese Teile? Die grün? Ja. Eigentlich schon immer. Also ich kenne die nicht anders. Ich hab die noch nie wirklich gesehen. Dann haben sie Glück gehabt. Okay. Ich habe gerade noch so einen Herrenmann gesehen, der läuft da hinten. Oh, alles klar, ich werde mal mich in die Richtung begeben. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Lecker. In die Richtung. Au. Oh Gott. In die Richtung hat er hat sie gesagt. Hat er gesagt, was ist denn mit mir los? Was? Was macht der Herr Ramon? Wieso kann er so hoch springen? Das ist ja cool. Herr Ramon? Sie können das ja richtig gut. Ja, mein Großvater hat mich unterrichtet. Also auch ein Schmieden. Okay. Nee, ein Schmieden noch. Ja, das Fräulein Sissy hat mir gesagt, sie sind hier hinten in der Richtung unterwegs. Und ich habe sie dann auf einmal hier so rumfliegen sehen. Was haben sie denn gemacht? Mit meinem Langschwert. Mit dem hier? Ja. Wie das? Also man geht leicht in die Hocke. Okay. Und dann sollten sie... Achtung! Überraschung! Überraschung! Okay, leicht in die Hocke und dann... Oh, da kommt so ein Golem, das Feuer spuckt. Ui. Uah! Na? Ui. Wo kam das her? Ist das vom Himmel gefallen? Was? Ist das so ein weißes Knochenvieh? Nee. Okay, so. In die Hocke. Rechte Hand gedrückt halten und... Hui! Geht doch. Genau. Kann man auch weiterspringen damit? Es kommt von ihrer körperlichen Verfassung ab.
oder es hängt von ihrer körperlichen Verfassung ab. Ui. Okay. Naja, also es kommt nach der Übung. Ui, der hat Geld fallen gelassen. Cool. Ach, schauen Sie mal, was ich hier hab. Ja, davon habe ich auch schon so einige gesammelt. Okay. Damit können wir den anderen richtig schönen Streich spielen. Wirklich? Ja, da müssen wir aber warten, bis sie alle aufgewacht sind. Der Herr Melvin hat sich da schon erschreckt davor. Oder wir bewerfen sie mit Tomaten. Das ist nicht nett. Ich glaube, das Bad hat nichts gebracht. Naja. Ja, ich habe aber mal eine Frage an Sie. Und zwar, die Frau Sissy wurde vorhin von diesen Huntern, die hier rumlaufen, einfach so, ja, ja. Einfach das, so angegriffen. Das hat sie mir auch schon gesagt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also normalerweise greifen die nur an, wenn du ihn sie halt irgendwie störst oder auch angreifst. Oder auch angreifst. Normalerweise sind sie eigentlich recht passiv. Ja, ich weiß. Oder aggressiv gegenüber Monstern. Yeah. Halt diesen Knochgerippen und die Platzviecher. Okay, weil Fräulein Sissy sieht nicht gerade aus wie ein Monster. Nee. Außer sie trägt eine Maske. Oder so. Ja, ich werde das mal weiter beobachten. Haben Sie denn jetzt eigentlich die ganzen Blumen zusammen für den Herrn Seth? Ja, ja, die habe ich heute Morgen alle beisammen gehabt. Das ist schön. Wollt ihr denn immer noch so viel haben? Das weiß ich nicht. Weil der Fräulein Sissy hat da die Aufgabe nicht gegeben. Nicht? Nee, anscheinend hat er wohl erstmal genug Blumen. Sie versucht's aber morgen nochmal. Ja. Ich werde mal jetzt noch ein bisschen in der Gegend rumschauen und gucken, wo ich mein Haus bauen kann. Vielleicht hinter. Achso, haben Sie schon mitbekommen, dass das Dorf irgendwie belebt sein? Also ja, besiedelt sein? Ja, ich und der Herr Melvin waren dort, weil der Herr Tobias und die Frau Sissy da unten aus einem Loch gekommen sind unter dem einen Haus. Und da war so eine Art Keller mit einem Käfig, wo Monster rauskommen. Das gleiche, was beim Herrn Tobias unten unter der Erde ist. Also. Scheint ja nicht selten zu sein. Nee, aber erklären kann ich mir das auch nicht wirklich. Denn er hat gezielt da runtergegraben, hat überall Fackeln drum gestellt, was sehr merkwürdig aussieht. Und aber unter dem Dorf, in dem hat er zum Beispiel keine Fackeln hingesetzt. Und die haben den Eingang komplett zugebaut wieder. Ich muss da noch mehr Nachforschung anstellen. Das ist mir nicht ganz so geheuer. Also ich denke mal, er hat irgendwas zu verbergen. Ja, oder vielleicht hatten sie keine Fackeln dabei oder was weiß ich. Kann doch auch sein. Ich weiß. Also das Dorf ist ein halber Tagesmarsch entfernt, wenn man ab der 12. Mittagsstunde anfängt dahin zu gehen. Läuft man in der Nacht zurück, da hat man normalerweise immer eine Fackel in der Hand. Naja. Oder es war irgendwas anderes. Halt. Ach, ich weiß nicht. Ich werde das einfach mal weiter beobachten. Aber falls Sie vielleicht mal mitbekommen sollten, dass diese Hunter hier irgendwie aggressiv werden, ja. Sagen Sie bitte sofort Bescheid, dann müssen wir auf jeden Fall was dagegen unternehmen.
Ja, mache ich sofort. Keine Sorge. Okay. Und ist der Hügel hinter Ihrem Haus, der, wo die ganzen Bäume noch draufstehen, ist der eigentlich noch frei oder möchte dort schon jemand bauen? Ich denke, da ist noch frei, weil ich wollte hier eigentlich nur das vordere Terrain ein bisschen einnehmen. Okay, da werde ich mir auf dem Hügel mein Haus bauen. Aber dazu brauche ich den Herrn Schreiner halt. Ich brauche Holz. Ja. Oh Gott, wie hieß der? Den Herrn Lloyd. Genau. Lloyd, ja. Ja. Ansonsten muss ich ihm mein Schild da lassen. Und der Herr Melvin springt da hinten schon wie... Nee, das ist der Herr Tobias. Tobias? Hä? Der Minenarbeiter, der war doch gerade da hinten auf dem Berg. Der springt da hinten auf dem Berg herum. Jetzt ist er weg. Der ist sehr, sehr seltsam. Komisch. Ja, also ich habe auf jeden Fall ein Auge auf ihn. Ganz ehrlich, ich traue dem auch nicht wirklich so über den Weg. Er kommt mir irgendwie misstrauisch vor. Ja, aber stimmt das, dass Sie ihm gesagt haben, er soll die ganzen Erzvorkommen erst einmal in Ruhe lassen? Ja, das ist wegen, weil ich sie, wenn man sie nämlich in einem normalen Ofen überschmelzt, dann bekommt man wohl oder übel nicht so viel Materialien raus. Ja, deswegen. Ja, aber es ist merkwürdig, man kann die doch trotzdem schon abbauen und irgendwo lagern. Ja, natürlich. Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Nicht ganz. Einfach den Herrn Tobias die ganzen Erzvorkommen abbauen lassen. Weil, wenn er jetzt da hinten auf dem Berg rumgesprungen ist, führt er bestimmt wieder irgendwas im Schilde. Und so wie er aber die Erz abbaut, hätte man ihn teils unter Kontrolle. Nicht, dass er vielleicht doch irgendwie was aushecken mit den Monstern zu schaffen hat. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht hat er den Jägern ja irgendwie bestochen oder was weiß ich. Ja, könnte also... Ich habe auf jeden Fall ein Auge auf ihn, weil... Ja. Ja. Ja gut, ich schaue mich mal noch ein bisschen um hier und... Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Und wenn was ist, einfach bei mir melden. Alles klar. Bräuchten Sie noch irgendwelche Waffen, Werkzeuge? Was weiß ich. Waffen kann ich immer gut gebrauchen. Also das auf jeden Fall. Gut. Weil so viele Monster wie hier rumrennen, verbrauche ich auch ganz schön viele Waffen. Und können Sie eigentlich schon Rüstung herstellen? Rüstung herstellen? Ja, sowas, was ich jetzt anhab oder eine andere Art. Wenn ich die Ressourcen dazu habe. Ich muss zu Hause in der allgemeinen, zu Hause, halt im Lager nachsehen, ob wir die nötigen Materialien haben. Okay, weil meine geht so langsam kaputt. Ja, meine ist auch schon kaputt gegangen. Oh. Sehen Sie ja. Ich laufe hier komplett schutzlos rum. Ja. Ich habe leider aber noch nicht die Zeit gefunden, mir eine zu... Also, vorhin hat ein Monster hier was fallen gelassen. Allerdings, das geht auch schon so gut wie kaputt. Das ist schmöde Lederkappe, die bringt auch nicht so viel. Behalten Sie die lieber. Okay. Keine Sorge. Ja, aber Schwerter oder allgemein Waffen nehme ich immer dankend an. Also, wenn Sie mal wieder was Vorrat haben, melden Sie sich bei mir. Und ich denke mal, über den Preis werden wir uns schon einig werden. Ach, das ist bis jetzt noch kein... Ist noch nicht schlimm mit dem Preis, keine Sorge. Ich meine, Sie beschützen ja uns ja auch. Ja, wenn ich mal wach bin. Naja... Also solange, ich habe sie heute aber als zweite Person gesehen, ja. Oder? Ja, nee, doch,
Sie wissen, was ich meine. Ja, aber eins von diesen Grünmonstern hat noch hier eine Schaufel fallen lassen. Das könnte eventuell der Tobias gut gebrauchen, weil ich habe ihn nämlich aufgetragen für meine Schmelze, dementsprechend die Materialien zu besorgen. Ja, dann können Sie ihm die ja überbringen, Ja. weil ich brauche die nicht. Alles klar. Gut, dann bringe ich ihm die Schaufel und sie machen jetzt gehen, Ich weiß ich nicht. guck mich noch ein bisschen um und dann werde ich mich mal auf dem Hügel noch mal umschauen, ob ich dort überhaupt wirklich Alles bauen klar. möchte oder ja. Alles klar. Und ich werde ein paar Gut. Nachforschungen über die Hand da anstellen. Ja, das. Gut. Viel Glück. Ja, danke und Ihnen Und einen schönen Tag. Ihn auch. Danke. Tschüss. Ja. Ich hoffe, euch hat das RP bis jetzt gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen rumgucken. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.